Meine Freunde, Bällebad Song mit Julian Bam und Community. Wir sind gerade auf unserem schönen Julian Bam Stream und mir wurde zu Ohren getragen, dass der famose Chat, der sich gerade über mir befindet, da oben drüber irgendwie, ihr macht da Lärm, jetzt gesagt habt, hey, guck doch mal in ein Rezo-Video rein und das machen wir. Der Bällebad Song. Dieser Bischof. Auch schon, ach so, okay. By the way, Flo, ich weiß nicht, ob es noch auf der Cam drauf war, aber Flo hat es mir gerade erklärt. Ich habe es gerade durchgelesen, mich gerade eben gewundert, warum das das gleiche. Willkommen in der Welt von ADS. Eieieiei. Ey, wieso, was geht ab? Naja, geht so. Was ist denn los? Ach, ich finde, der Beef auf YouTube ist einfach viel zu groß. Moment, okay, ich habe jetzt rausgelernt. Moment, Cam, okay. Von meinen kleinen Camp-Girls-Zeiten, so, Camp verschoben, okay. Alle wollen Klicks mit Skandalen und mit Diss-Tracks. Streitigkeiten, Clickbait, Fake-Shit und so ein Mist, ey. Ehrlich? Das ist ja erbärmlich. Dabei braucht man doch nur Posestimmung, ein paar coole Leute und viel mehr nicht. Schön wär's, oder? Der Toymaster. Bei einer geilen Ace-Core, da kann ich nur den Toymaster hier über mir wirklich Props geben. Du hast recht, Toymaster. Mit dem Ace-Core an eurer Seite hier in meiner Community, das ist wirklich das Geile. On point. Deiner geilen Community ist sowas inklusive. Alles eine Frage der Perspektive. Wir steigen auf, immer höher, weil niemand uns hält. Werden niemals erwachsen, ganz egal, was ihr seht. Und ist der krasse YouTube-Beef wieder am Start? Scheißegal, ich chill in meinem Bällebad. Ah, Sheldon Cooper incoming. Also das ist auch hier wieder, ne? Ich habe schon im anderen Video gesagt, das erinnert mich wirklich wie so eine Anime-Zeichentrickserie und das sind jetzt so die Opening Credits und so das Intro kommt rein und alles und dann denke ich mir die ganze Zeit so, eieiei. Und ich chill in meinem Bällebad, in meinem Bällebad. Und ich chill in meinem Bällebad, in meinem Bällebad. Hey, da kommen 10 oder her. Von den coolen Leuten gibt es sowieso viel mehr. Und ich shoote in die Luft, om nom nom. Ich sage Nutella rückwärts, bevor es alle tut. Das habe ich ja noch nie gecheckt. Habt ihr das gecheckt? Ich habe mich das noch nie gefragt. Alle tun ist Nutella rückwärts. Tun. Liken nicht vergessen, Rezo abonnieren. Und wenn du schon dabei bist, die Glocke aktivieren. Blau ist der Himmel. Was? Und gelb die Biene. Ich kann nicht reimen, junge Waschmaschine. Solang wir stark sind, solang uns Hate egal ist, jeder Einzelne auf Nutella rückwärts ist alle tun. Moment. Bevor es das alle tun, ja. Warte. Bevor es alle tun. Ja, okay, ich wollte nur kurz sicher gehen, dass ich jetzt nichts. Es ist mir noch nie aufgefallen, warum eigentlich nicht. Ich frage mich jetzt das, weil genau solche Fragen stelle ich mir manchmal. Ich habe manchmal so Anwandlungen, kennt ihr das? Ist es bei dir genauso? Da denkst du dir, was heißt das rückwärts? Oder wenn du aus Mama alle vier Buchstaben austauscht, kommt Bier raus. Und warum merke ich das hier nicht? Teller rückwärts, bevor es alle tun. Liken nicht vergessen, Rezo abonnieren. Und wenn du schon dabei bist, die Glocke aktivieren. Blau ist der Himmel. Was? Und gelb die Biene. Okay. Ich kann nicht reimen, junge Waschmaschine. Solang wir stark sind, solang uns Hate egal. Es hätte auch von Moneyboy eine Line sein können. Alles. Jeder Einzelne auf seine Art und Weise einzigartig. Bei einer geilen Community ist sowas inklusive. Alles eine Frage der Perspektive. Wir steigen auf, immer höher, weil niemand uns hält. Werden niemals erwachsen, ganz egal, was sie ja sind. Und ist der krasse YouTube-Beef wieder am Start? Scheißegal, ich chill in meinem Bällebad. Und ich chill in meinem Bällebad, in meinem Bällebad. Ich finde die Idee voll geil irgendwie. Also sagen wir so, von der Mucke ist es nicht hundertprozentig meins, bei dem ich sage, wow, geil, ne? Aber es ist schon lustig gemacht, das ist schon cool und mit den Comments und so als Format ist es schon wirklich nice. Und dann zu sehen, ich fände es irgendwie voll lustig, dann zu sehen, was dabei rumgekommen ist und wenn die Leute alles so die Comments dagelassen haben, so was im Endeffekt dabei rumkommt. Ich finde es irgendwie ganz geil. Bye.
auch hier sind wir uns einig, Chat, dass hier nicht jetzt hundertprozentig die Mucke zählt, weil ich wette mit dir, dass irgendeiner in der Comment-Section schreibt ja schon wieder, boah, safe, ist das ein Kacksong oder das ist doch gar nicht dein Musikgeschmack oder so. Ich glaube, es geht hier aus Organen in erster Linie wirklich um den musikalischen Anspruch, sondern einfach nur, dass es ein geiler Track ist, dass es irgendwie cool ist, dass die Leute da mitmachen können. So. Und das finde ich ganz nice. So. Und darum geht es ja, ne, um dieses Format. Ja. Ich chill in meinem Bällebad, in meinem Bällebad. Nobody is perfect, das wollen wir. Das sind die Anglizismen, da ist der Money Boy. Nobody is perfect, ey, ich sag's. Ich hab letztens da aus Hamburg, was hat er da gemacht? Irgendwie den Hamburg-Hafen Freestyle, so beim Instagram. Ich hab gedacht, ich komm nicht mehr klar, ey. Nobody is perfect, das wollen wir gar nicht sein. Doch wenn wir zusammen sind, sind wir weniger allein. Einfach mal Träume leben, was kann es Besseres geben? Was kann es Besseres geben? Oh, guten Weg zum Zahnarzt, ey. Ohne Witz, dann, wie soll ich sagen? Ich will nicht sagen, so, beiß die Zähne zusammen, aber es wird schon nichts passieren. Ist es bei Rezo in der Wohnung? Ja, oder? Also bei True kann es ja nicht sein. Oder? Nee. Müsste bei Rezo sein. Ja, safe ist es bei Rezo, das kenne ich noch. Aber der hat irgendwie umgebaut, oder? Oder das hat er ausgebaut. Das letzte Mal, als ich es gesehen habe, war da noch irgendwas hier dran oder unten drunter oder so, oder? Kann das sein? Der hat ein bisschen umgestellt, ist noch ein bisschen länger her. Es ist voll creepy, Alter, wenn ich mir überlege, ich weiß es wie, also ich meine klar, bei YouTuber ist es so, aber stell dir mal vor, jemand wüsste, wie es bei dir zu Hause aussehen würde, wenn ich sagen würde, Alice, guck mal hinter dir, da ist das. Das ist ja auch immer krass, ne, aber es ist irgendwie schon lustig, wenn man so da reinkommt. Es ist aber auch so eine immersive Experience, ne, dass man sagt, man fühlt sich da auch irgendwie wohl, man fühlt sich mit denen irgendwie befreundet. Es ist ja auch, glaube ich, genau dieses einfach, dieses, wir hatten es ja schon mal, dieses Parasocial Behavior, dieses Bonding-Verhalten von Zuschauern gegenüber halt so Streamern und YouTubern. Ich finde es irgendwie ganz angenehm, weil man kann ja selbst dann immer definieren, wie viel man Preis gibt oder so. Aber ich finde es ganz cool irgendwie, dass ich jetzt auch so das Gefühl habe, hey, ich check schon mal zumindest, wo das ist. Was ist hinter dir? Hallo, ich bin cool. Hinter dir ist entweder eine Wand oder eine Couch. Hat Spaß gemacht. Schön, dass ihr das Video angeguckt habt. Schön, dass ihr das Video schon geliked habt. Genau, und dass ihr das Video geliked habt, weil das habt ihr bestimmt alles schon getan. Und einen Kommentar habt ihr bestimmt alles schon geschrieben. Du darfst nicht rascheln, ja, sonst hört man, das ist mit dem Ton. Guck mal, weil wenn wir so machen, dann ist das mit dem Ton super scheiße. Was geht eigentlich? Aber wenn wir es nicht machen, dann versteht man mich gut. Okay. Vielen, vielen Dank, dass man sowas überhaupt... Rezo bringt Julian Bam YouTube bei, das ist auch großartig. ...mit euch machen kann, dass die Community hier so stark ist. Die Einsendungen waren wirklich schön. Die waren cool. Wirklich, wirklich sweet. Ja, das ist nicht mal schwierig, weil da so viele Einsendungen sind, da kann man natürlich nicht immer alle nehmen. Ich finde sein Shirt immer so geil. Und dieses kleine Drachen-Shirt finde ich cool. Aber ich habe viele genommen. Wir haben viele genommen. Eine Wand hast du? Oh, cool. Okay, das war 50-50. Wir haben auch auf Juice-Kanal zusammen ein Video gedreht. Das ist jetzt hier irgendwo im Bild verlinkt. Etwa so hier. Da könnt ihr draufklicken. Da solltet ihr draufklicken. Denn da haben wir... Ich hätte mich gerade gefragt, was ist, wenn du sagst, hinter mir ist keine Wand. Das hätte mich ein bisschen stutzig gelassen. Auch ziemlich, ziemlich coolen Shit gemacht. Ich weiß nicht, ob alle wissen, aber wir sind ja quasi jetzt Nachbarn. Wir sind Nachbarn. Also wirklich krasse Nachbarn. Da, wenn ich da aus dem Fenster gucke, da ist Juice Wohnung. Wirklich? Ja. Und die Sache ist, wir bauen hier gerade was in dieser Stadt. Oh, Stepflo, ich hab Hälfte. Vor dir bin ich. Stadt auf und es ist unglaublich. Es wird so nice alles. Es werden auch noch ein paar andere Nachbarschaften uns hier beitreten. Ist das dieser Mashup-Song, den ihr gemeint habt, oder war das ein anderer? Anyway, also ich sag mal so, ne, mir hat's richtig gut gefallen. Ich finde immer noch das Format richtig cool. Wenn es dir auch gefallen hat, lass doch gerne ein Abo da, lass mal gerne ein Like da und wir sehen uns im nächsten Video oder auf dem nächsten Twitch-Stream mittwochs bzw. donnerstags, je nachdem, wann ich dann streame. Komm einfach die ganze Woche vorbei. Euer Andi.